Als nächstes hat das Wort die Abgeordnete Ravensburg der CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, dass unser Koalitionspartner, die Kollegen von der SPD, Frau Dr. Köbe, den Setzpunkt heute so gewählt haben, dass wir auf eine unserer wichtigen Initiativen in der Sozialpolitik, nämlich die Qualitäts- und Fachkraftoffensive in der frühkindlichen Bildung, aufmerksam machen können. Meine Damen und Herren, hier geht es um die Allerkleinsten, um unsere Kinder und damit um unsere Zukunft. Und ich sage das bewusst so. Ich sage das bewusst so, denn das ist keine Phrase, sondern das ist eben unsere große Verantwortung. Und wir nehmen diese Verantwortung an. Wir stehen an der Seite der Eltern. Wir treten an, um die Qualität und die Sicherstellung der Betreuung in der frühkindlichen Bildung weiter zu verbessern. Und wir stehen vor allen Dingen auch auf der Seite der Kita-Fachkräfte. Denn worum geht es hier? Es geht hier um eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht hier um eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung. Und es geht hier um Betreuungssicherheit, ein zentrales Anliegen unserer Sozialpolitik. Und das hat die neue hessische Landesregierung, das hat unsere Sozialministerin Heike Hofmann in ihrem Schwerpunkt in dem 11+1-Programm eindeutig dokumentiert. Das sind Sofortmaßnahmen. Das sind die Dinge, die wir sofort in den ersten 100 Tagen umsetzen werden. Und da ist es genau richtig, die PIWA-Stellen in diesem Jahr um, ich sage, weitere 600 Stellen auf dann insgesamt 1.000 Stellen aufzustocken. Das ist ein richtig gutes Signal für die Eltern im Land, und das ist auch nicht zu, sondern das ist ein zweistelliger Millionenbetrag, der dafür dient, dass Betreuungssicherheit verbessert werden kann. Das ist auch ein gutes Signal für die Landeselternvertretung. Vielleicht sollten die Grünen ihren Antrag noch einmal genau lesen, denn das ist wichtig. Wir haben die Landeselternvertretung in den Kitas geschaffen. Und es ist ebenso wichtig, ein gutes Signal für die Träger und natürlich auch für die Jugendhilfe. Das Land unterstützt sie alle mit der Fachkraftinitiative und leistet damit einen sehr willkommenen Beitrag für die Personalgewinnung in den Kitas in Hessen. Und ein Wort noch zu Ihrem Antrag, Herr Martin. Ich verstehe ja, dass Sie das Salz in der Suppe suchen, aber sagen Sie doch ganz einfach, was Sie denken, nämlich dass PIWA ein erfolgreiches Projekt zur Fachkraftgewinnung war und dass es gut ist, dass wir jetzt die Plätze aufstocken. Das sind 250% mehr in Zahlen, 600 Plätze mehr, als wir mit Ihnen in der alten Koalition im Haushalt 2024 abgesichert haben. Ein Blick in den Haushalt würde doch schon reichen. Klatschen. Klatschen, ich sehe Sie leider nicht. Klatschen statt kritteln sollten Sie deshalb. Denn im Ziel, Herr Martin, sind wir uns doch völlig einig. Ich stelle jedenfalls fest, die Landesregierung führt das erfolgreiche Programm der dualisierten vergüteten Ausbildung nicht nur fort, sondern sie unternimmt eine besondere Kraftanstrengung, um die Rekordzahl mit 1.000 Plätzen aus dem letzten Jahr auch in diesem Jahr zu erreichen. 1.000 Plätze sind eine enorme Leistung und finanziell ein deutliches Signal an die Kommunen und die Träger. Und natürlich sind das auch 1.000 zusätzliche Fachkräfte für unsere Kitas, die die Teams schon während der Ausbildung, da ja dualisiert, für die praktischen Ausbildungsanteile unterstützen können. Und meine Damen und Herren, die Erfüllung des Rechtsanspruchs für die Kinderbetreuung ist angesichts des steigenden Betreuungsbedarfs für die kommunale Ebene eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist, dass die Landesregierung an der Seite der Kommunen steht und viele Wege der Fachkraftgewinnung beschreitet.
PIWA bietet hochattraktive Ausbildungsplätze, nämlich nicht nur für die Zielgruppe der jungen Menschen, sondern auch für Quereinsteigerinnen und Einsteiger sind sie eine gute Möglichkeit, in dieses sehr attraktive Arbeitsfeld zu kommen. Und ich will an dieser Stelle auch die Tagespflege ansprechen. Bekanntlich ist die Kindertagespflege eine sehr flexible und zugewandte Betreuungsform, besonders attraktiv für die UKAI-Kinderbetreuung, aber auch für die Randzeiten, ob am Abend, am Wochenende oder teilweise sogar über Nacht. Denn hier hat die Tagespflege unübertroffene Vorzüge, die viele Eltern zu schätzen wissen. Sie bietet Betreuungszeiten, die die Kita meist gar nicht leisten kann. Und deshalb ist es doch so wichtig, dass die Tagespflege eine gleichberechtigte Betreuungsform ist, die auch Lösungen bietet, die die Eltern zum Beispiel in der Schichtarbeit oder auch Alleinerziehende, die um 21 Uhr noch an der Supermarktkasse sitzen müssen oder selbst diejenigen, die am Wochenende in der Pflege arbeiten, unterstützt. Solche individuellen Bedarfe kann die institutionelle Kinderbetreuung kaum abdecken. Deshalb sind wir der Auffassung, dass die Tagespflege große Potenziale bietet, und wir wollen sie unterstützen. Wir wollen da noch besser werden. Wir wollen die Jugendhilfeträger unterstützen und diese Tagespflege besonders in den Fokus unserer Politik nehmen, mit dem Ziel, sie noch attraktiver zu machen, um weitere Tageseltern zu gewinnen. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen an Kinderbetreuung im frühkindlichen Bereich, die steigen weiter. Unser Ziel ist klar, wir wollen noch besser werden, als wir schon sind. Deshalb begrüßen wir den Plan der Landesregierung, gemeinsam mit allen Beteiligten zu überlegen, mit welchen Instrumenten wir eine Qualitätsverbesserung erreichen können. Deshalb wollen wir auch über die Möglichkeit sprechen, Fachkräfte durch Einsatz von Verwaltungs- und Hilfskräften deutlich zu entlasten und stärker in multiprofessionellen Teams zu arbeiten. Und in diesem Zusammenhang will ich auch noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt ansprechen. Wir können noch die Augen nicht darüber verschließen, dass viele Kinder in den Kitas Unterstützung im Spracherwerb brauchen. Die verpflichtenden Vorlaufkurse sind deshalb enorm wichtig, um Kinder gut auf die Schule vorzubereiten. Kinder, die sonst schon am Schulanfang benachteiligt werden, weil sie dem Unterricht mangels Sprachkompetenz nicht folgen könnten. Doch wir wollen auch den gesamten Übergang von Kita in die Schule in den Fokus nehmen. Neben den verpflichtenden Vorlaufkursen für alle Kinder mit Sprachförderbedarf wollen wir mit wissenschaftlicher Expertise aufklären, wie wir die Sprachfördermaßnahmen in der Kita, aber auch die Sprachstandserhebung noch effizienter gestalten können. Und selbstverständlich sollen auch die mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen Gegenstand der Qualitätsüberlegung sein. Denn Kita ist gut geeignet, spielerisch das Interesse zu wecken an mathematischen, aber auch naturwissenschaftlichen Phänomenen und den Spaß am Lernen den Kindern nahezubringen. Zudem wird die gerade angekündigte Sofortmaßnahme für PIWA ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Qualitätsoffensive in dieser Legislaturperiode sein. Wir sorgen eben zusätzlich für 600 Plätze, und das, Herr Martin, ist genau die richtige Sofortmaßnahme. Und das wissen Sie doch auch, Herr Martin. Schön, dass Sie auch unseren KoA-Vertrag gelesen haben. Und so freut es mich, wenn ich Ihren Antrag heute sehe, dass Sie drei unserer Maßnahmen, die natürlich im Koalitionsvertrag verankert sind, das Investitionsprogramm, die Ausweitung von PIWA, selbstverständlich genauso in Ihren Antrag geschrieben haben, wie es in unserem Koalitionsvertrag steht. Ich sehe, um das zusammenzufassen, also eine große Übereinstimmung mit unserer Politik und zu unserem Antrag, Herr Martin. Und so können Sie doch heute gar nicht anders, als unserem Antrag zuzustimmen. Stehen Sie doch einmal dazu und stimmen Sie dafür. Darauf warte ich jetzt einmal ganz gespannt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete René Rock von den Freien Demokraten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die ersten 100 Tage dieser Landesregierung, dieser neuen Landesregierung, sind noch nicht rum. Und ich glaube, deshalb sollte Opposition sich auch so ein bisschen, ja, gedulden ist das falsche Wort, aber ich glaube, man sollte die ersten 100 Tage noch einmal ein Auge zudrücken und sagen, ihr als Landesregierung habt jetzt eine gewisse Zeit, um auch eure Position abzustecken, deutlich zu machen, was man in der nächsten Legislaturperiode plant, und misst sie dann eben nach diesen 100 Tagen, wie es eine gute parlamentarische Tradition ist. Daran will ich mich natürlich auch halten. Ich will aber auch, und es ist ja so ein bisschen Rückblick hier durchgeführt worden, ein Stück weit, nachdem ich das eine oder andere Positive gesagt habe, auch mich mit der Herausforderung beschäftigen. Ich finde es sehr positiv, dass die neue Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ganz am Anfang unter Punkt 1 bereits das Thema Kita aufruft. Das finde ich sehr gut. Es ist eine positive Veränderung in dieser Landesregierung, und das nehme ich natürlich absolut positiv zur Kenntnis. Ich finde es hervorragend, dass Frau Dr. Köbe als einen der ersten Setzpunkte der Landesregierung tragenden Fraktion genau dieses Thema aufruft und damit deutlich macht, wie in dieser neuen Regierung ein Schwerpunkt auf das Thema frühe Bildung gelegt wird. Auch das begrüße ich außerordentlich. Es ist eine Veränderung in der Schwerpunktsetzung der Politik der Landesregierung, und das müssen wir, oder das möchte ich hier als Vertreter der Opposition klar auch wahrnehmen und möchte ich auch tatsächlich auch, ja, honorieren. Und ich bin ein bisschen überrascht von Herrn Martin, wie er hier aufgetreten ist, weil die neue Landesregierung übernimmt von der alten Landesregierung eine große Hypothek im Bereich frühe Bildung. Ein Kollege hat es ja hier bereits gesagt, über 40.000 Betreuungsplätze fehlen in unserem Land. Das sind für Familien in unserem Land wirtschaftlich existenzielle Herausforderungen. Weil wenn man einem Job nicht nachgehen kann, dann kann die Finanzierung des Hauses, dann kann vieles kritisch sein. Und es ist ja auch so, dass viele Familien klagen gegen die Träger der Jugendhilfe und sich dort entschädigen lassen müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Und viele Eltern bekommen Recht. Die Versorgungssituation in unserem Land ist mehr als angespannt. Das ist ein Erbe der alten Landesregierung. Das ist ein Erbe eines grünen zuständigen Ministers, das man kurz vor der Wahl beheben wollte. Man brachte hier einen Gesetzentwurf ein, der die Tür geöffnet hat, nicht für mehr Qualität und mehr Chance von Kindern, sondern die Tür geöffnet hat für Menschen ohne pädagogische Ausbildung, als Erzieherinnen oder Erzieher in unseren Kitas zu arbeiten. Das ist eindeutig so und können Sie auch in Ihrem eigenen Gesetzentwurf nachlesen. Als Resultat der grünen geführten Politik in diesem Land hat sich sogar ein Bündnis gebildet, das Bündnis für frühe Bildung, in dem die Gewerkschaften, die Erziehervertreter in unserem Land angehören, weil sie einfach Angst haben, dass die Qualitätsverluste bei der frühen Bildung weiter um sich greifen. Und da können Sie reinrufen, was Sie wollen. Das sind Fakten, die Sie da auch entsprechend nachlesen können. Und sehr geehrte Damen und Herren, worüber reden wir denn bei der frühen Bildung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Die Familie ist uns Freien Demokraten sehr wichtig. Die Familie ist der Hort unserer Gesellschaft. Es ist eine zentrale Einheit, in der wir bürgerliches Leben, in dem wir natürlich auch eine Verantwortungsgemeinschaft in unserer Gesellschaft sehen. Familie verändert sich. Der Familienbegriff verändert sich. Und die Herausforderungen für die Familien verändern sich. Und gleichzeitig haben wir als Staat, als Gesellschaft auch Anforderungen an Familien, an die Berufstätigkeit von beiden Partnern. Und darum sind wir in der Pflicht, als Staat auch hier Möglichkeiten zu schaffen. Wir sind verpflichtet, eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen in unserem Land. Und wir sind zu etwas Zweitem verpflichtet, weil die frühe Bildung viel mehr ist als nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Wer öfter mal eine Kita besucht hat in unserem Land, empfehle ich jedem, der die Politik hier betreibt, nicht nur Studien lesen, auch wirklich vor Ort sich kundig machen und mit denen, die dort arbeiten, auch tatsächlich zu sprechen und die wahren Probleme mit den Menschen, die dort jeden Tag sich um unsere Kinder kümmern, zu besprechen. Dann sind diese Herausforderungen immens gewachsen. Viele Kinder kommen morgens in die Kita und werden abends abgeholt und die Dauer des Aufenthalts in dieser Kita ist die Länge eines Arbeitstages. In der Kita findet das Leben vieler Kinder in unserem Land statt. Samstags geht man vielleicht mit der Oma essen und sonntags, ja, da ist man vielleicht auch nicht im Familienalltag unterwegs. Und so erleben junge Menschen gar nicht mehr das, was viele von uns vielleicht als Familienalltag erlebt haben. Vieles dieser Vermittlungsarbeit, der Werte, viele dieser Kompetenzen müssen jetzt in Kitas vermittelt werden. In Kitas, die oftmals baulich und personell nicht ausgestattet sind, das alles zu leisten. Und trotzdem wird es in unserem Land von den Erzieherinnen und Erziehern geleistet, die zum Teil Übermenschliches in diesen Einrichtungen für unsere Kinder tun. Und darum ist es so wichtig, dass wir weiter, und darum ist es so wichtig, dass wir uns einsetzen für eine gute, frühe Bildung. Auch die Frage der Integration und Chancengerechtigkeit bildet sich gerade dort ab. Und auch hier, Frau Dr. Köbel, Sie haben es gesagt, das Thema Spracherwerb ist eine Frage von Chancenerwerb für die jungen Menschen für ihren weiteren Bildungsweg. Darum finde ich auch gut, dass Sie dem einen großen Schwerpunkt gewidmet haben in Ihrem Koalitionsvertrag. Viele Themen, die Sie dort aufgerufen haben, sprechen mir aus dem Herzen. Aber sie müssen jetzt konkretisiert werden. Dem müssen jetzt Taten folgen. Sie haben eine sehr hohe Latte in Ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Eine hohe Latte, die viel Geld, viel Engagement und Mut bedeutet, weil Sie müssen auch alte Zöpfe abschneiden. Und es wird nicht eine Lösung geben, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Es wird 5, 6, 7 verschiedene Lösungen geben. Es gibt nicht diesen einen, jetzt machen wir hier ein bisschen Piva, damit das Problem gelöst. Es wird ein ganzes Bündel von Maßnahmen geben müssen. Und wir werden auch Kompromisse machen müssen. Pragmatische Kompromisse, dazu sind wir auch bereit. Aber am Ende des Prozesses muss immer pädagogische Arbeit in den Kitas gesichert sein. Es muss von qualifizierten Personen mit ausreichend Zeit gesichert sein, dass das Beste, was unsere Kinder verdient haben, auch in den Kitas in Hessen geleistet werden kann von den Menschen, die dort arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesamtstaat erkennen, wie viele Chancen dort für uns als Gesellschaft liegen. Das ist noch nicht ausreichend überall angekommen. Und ich habe das ganz oft gesagt. Die frühe Bildung und die Kita-Finanzierung sind ökonomisch gesehen sind gigantische Vorteile für den Staat, der enorme Einnahmen generiert. Das Problem ist, dass die Ebene, die die Aufgabe hat, nicht ausreichend an den Einnahmen partizipiert. Die Einkommensteuer geht zu fast 85% an Bund und Land. Nur zu 15%, das sind runde Zahlen, die stimmen so nicht, Finanzpolitiker werden mir die Nachkommastelle jetzt verzeihen, gehen an die Kommunen. Und die hat aber formal 100% der Aufgabe. Sodass viele Menschen glauben, die Kinderbetreuung wäre ein Zuschussgeschäft des Staates. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staat verdient daran, dass beide Elternteile arbeiten gehen und die Sozialversicherung einbezahlen. Der Staat hat einen riesigen Vorteil davon. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass die Kommunen ausreichend finanziert werden und die Kommunalpolitiker vor Ort nicht glauben, dass diese Aufgabe allein auf ihrem Rücken abgeladen wird. Und mir ist klar, wie groß die Herausforderungen für die Landesregierung an dieser Stelle sind. Und im Sinne der Kinder, um die es ja zentral geht, glaube ich, sollten wir gemeinsam überlegen, wie wir einen Fokus dieser Legislaturperiode gerade auf dieses Thema legen können, um hier Zukunft zu gewinnen, um hier für unser Land, für die Kinder in unserem Land, für die Familien das Beste auf den Weg zu bringen. Wir als Freie Demokraten stehen hier als Partner bereit. Wir haben viele konstruktive Vorschläge gemacht.
Wir würden uns auch wünschen, es gibt eine interfraktionelle Möglichkeit, hier deutlich zu machen, wie wichtig uns das Thema ist. Ich habe eine gewisse Hoffnung nach dem Vortrag von Frau Dr. Köbe hier. Es würde mich freuen, wir kommen in dieser Legislaturperiode hier weiter. Jeder Fortschritt ist uns willkommen und jeder Fortschritt wird von uns auch angemessen gewürdigt. Sollte allerdings es nicht zu Fortschritten kommen, werden wir auch zu unserer Oppositionsarbeit gerne zurückkehren und das deutlich machen. Noch ist Hoffnung da, und das wollte ich hier an dem Tag auch noch einmal sagen. Tun Sie Ihren Job, und dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung darf ich nun Frau Staatsministerin Hofmann das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin den regierungstragenden Fraktionen von CDU und SPD sehr dankbar, dass sie ganz bewusst dieses zentrale Thema der Landesregierung an den Anfang auch der ersten Plenardebatten, der ersten Plenartage gestellt haben mit diesem Setzpunktantrag. Es geht nämlich in der Tat, so wie Herr Rock es auch gesagt hat, um eine Zukunftsfrage auch unseres Landes. Es geht darum, wie wir die Zukunft unseres Landes, nämlich unsere Kinder, wie wir die bestmöglich fördern und stärken können. Und deshalb ist es wichtig, hier weiter in die Qualität und auch in die Fachkräfte im Sinne einer Offensive zu investieren, in unsere frühkindliche Bildung, in die Zukunft unserer Kinder. Und uns geht es bei diesem Thema immer auch um Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Wenn wir am Anfang am meisten investieren, sichern wir auch gelungene Bildungsbiografien in einem späteren Lebensalter. Dann verhindern wir womöglich Armut. Dann ermöglichen wir auch, indem wir Kita-Plätze schaffen, natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und begegnen auch an anderer Stelle dem Fachkräftemangel. Sie sehen, bei diesem Thema hängt auch wieder alles mit allem zusammen. Und eine kluge Frau hat einmal gesagt, wer die Welt mit Kinderaugen sieht, kann ihre Geheimnisse entdecken. Und genau wir sehen in diese Kinderaugen. Und ich finde es wichtig und richtig, dass diese Landesregierung das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet. Wir lassen die Kita-Träger hier nicht allein. Im Gegenteil, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir mit den Kommunen, aber auch mit dem Bund im Übrigen, mit allen freien Trägern, den Elternvertretern, den Eltern, den Erzieherinnen und Erziehern, aber auch dem Kind selbst entwickeln. Wir nehmen dabei alle ins Boot, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes. Und es ist nicht so, dass wir da nur reden. Im Gegenteil, wir handeln ganz konkret, Schritt für Schritt. Und wir knüpfen natürlich, und das ist auch eine Frage natürlich der Verantwortungsübernahme, an Bewährtes an, aber entwickeln dieses auch weiter. Alles andere wäre doch Herr Martin töricht. Wir sind auf einem weiten Weg. Und deshalb, das ist auch eben schon angesprochen worden, ist es ein wichtiger erster Schritt, die PIVA-Stellen auszuweiten. Und ich will das hier noch einmal klarstellen. Frau Ravensburg hat es eben noch einmal gemacht. Wir hatten 400 Plätze jetzt für 2024 angemeldet. Die sind jetzt durch diese Koalition erheblich ausgeweitet worden. Und wir werden auch daran setzen, das fortzuentwickeln, über jetzt dieses Jahr 2024 hinaus, in den Folgejahren. Hier werden erhebliche Haushaltsmittel, das ist zumindest unser Ziel, eingesetzt, dass unser Plan über 22 Millionen Euro für weitere 600 Ausbildungsplätze, weil die PIVA-Stellen sind ein Erfolgsmodell und wir werden das nutzen und weiter ausbauen. Und hier ist es richtig und wichtig, den entsprechenden
Fachkräftekatalog auszuweiten, die Richtlinien zu überarbeiten, zu schauen, wie wir auch dieses Erfolgsprojekt, Erfolgsmodell zum Beispiel auf die Kindertagespflege ausweiten zu können. Und was mir ganz wichtig ist, wir tun das, Herr Rock und auch andere Kollegen, wir tun das immer auf wissenschaftlich basierten Daten. Wir arbeiten nicht im luftleeren Raum, im Gegenteil, sondern auf einem wissenschaftlichen Fundament und vor allen Dingen mit den Praktikern. Das ist uns auch ganz wichtig. Im Dialog mit den Praktikern, mit den Trägern, mit den Einrichtungen, mit den Erzieherinnen, mit Erziehern und mit den Elternvertretungen. Wir machen das nicht irgendwie am grünen Tisch im Ministerium, sondern im engen Austausch und Dialog in verschiedenen Workshops. Weil wir brauchen doch die Expertise vor Ort, um die beste Qualität, die beste Bildung in unseren Kindertagesstätten implementieren und weiterentwickeln zu können. Wir sind da schon gut, aber wollen noch besser werden. Und was gehört denn zu einer guten Bildung und Erziehung in den Kitas? Ich möchte einige zentrale Punkte, die Frau Köber auch zu Recht angesprochen hat, noch einmal hervorheben. Das ist doch die demokratische Bildung und Erziehung von Anfang an. Wenn nicht da, wenn dann wo, sollen wir beginnen? Wir reden allenthalben davon, dass unsere Demokratie angefochten wird. Und genau da setzen wir an, bei den Kleinsten. Hier ist die Keimzelle des Erlernens von demokratischem Handeln, von Zusammenhalt, von Partizipation. Hier wird übrigens auch das erste Mal oder oft das erste Mal Vielfalt und Diversität erlebt, gelernt. Und insofern leisten wir hier, wenn wir hier investieren, einen wichtigen Beitrag für unser gesamtes Land, meine Damen und Herren. Und Herr Bersch, ich will das hier auch noch einmal ganz klarstellen für die Landesregierung, weil Sie hier irritierend, verfremdend und auch von Frühsexualisierung in den Kitas gesprochen hat. Das ist ganz großer Unfug, was Sie hier gerade erzählt haben. Ich sage Ihnen für die Landesregierung, die Sexualpädagogik, auch im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, ist ein wichtiger Baustein zur Identitätsentwicklung unserer Kleinsten, zur Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls. Das ist verantwortungsvolle Erziehung und Bildung unserer Kinder. Und nichts anderes passiert in unseren Kindertagesstätten, meine Damen und Herren. Und wir sind übrigens auch stetig daran, neue Konzeptionen wissenschaftlich bei dir zu entwickeln, etwa ein inklusives Bildungskonzept, um Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Und ja, entsprechende gute Bildung und Erziehung von Anfang an hängt natürlich entsprechend von Fachpersonal ab. Deshalb hier der Ansatz mit den PIWA-Stellen. Aber ich will es noch einmal unterstreichen, was Frau Köbe gesagt hat. Ja, es ist ein anstrengender Beruf. Aber es ist ein wundervoller Beruf, mit den Kindern zusammenzuarbeiten, mit ihnen zu spielen, zu lernen, ja, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und ich bin so dankbar, was die Erzieherinnen und Erzieher in unserem Land leisten. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft unseres Landes. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Und Herr Rock, ich möchte noch einmal kurz zu Ihnen kommen, zu dem, was Sie angesprochen haben, mit der behutsamen, verantwortungsvollen Öffnung des Fachkräftekatalogs. Ja, wir finden es richtig, in multiprofessionellen Teams, die natürlich entsprechend qualifiziert sind. Wir gehen da sehr verantwortungsvoll damit um, wissenschaftlich basiert, aber auch mit der Praxis, in der stetigen Weiterentwicklung, multiprofessionelle Teams zu stärken. Und das ist genau auch der weitere Ansatz, den wir verfolgen, im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung. Und wir wollen auch jetzt mit einer Weiterentwicklung mit bedarfsspezifischen Konzepten, Einarbeitungs- und Personalentwicklungskonzepten, auch an der Stelle Fachkräfte unterstützen und begleiten. Und deshalb ist dieser Ansatz, in multiprofessionelle Teams weiter zu investieren,
genau der richtige Ansatz, um auch dem Fachkräftemangel zu begegnen und vor allen Dingen sicherzustellen, das will ich hier auch ganz deutlich sagen, dass viele Träger, auch die Kommunen, nicht weiter gezwungen werden, aufgrund des Fachkräftemangels Kita-Zeiten zum Beispiel zu reduzieren. Das wollen wir gerade nicht. Und deshalb ist es wichtig, diesen Weg weiter zu beschreiten im Sinne von einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch im Sinne natürlich einer frühkindlichen Bildung, die auch Bedarfe braucht und der wir auch begegnen wollen, meine Damen und Herren. Und ich nenne noch zwei weitere Stichworte, die wichtig sind. Für eine gute frühe Bildung ist natürlich auch der Übergang von der Kita zur Schule wichtig. Hier haben wir schon gute Ansätze mit den sogenannten Tandems, den verpflichtenden Vorlaufkursen, die auch schon Frau Ravensburg angesprochen hat. Aber auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden wir, hier ist das Stichwort Sprachförderung, das ist uns doch auch ganz wichtig, die Sprachförderung zu verbessern. Das gehen wir jetzt ganz konkret an mit einem Zukunftsführung sprachliche Bildung, um die frühe Sprachbildung und vor allen Dingen auch die Sprache in den Kitas weiter zu verbessern. Das ist ein wichtiger Ansatz dieser Landesregierung und ich glaube auch ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der frühkindlichen Bildung. Frau Ministerin, ich darf Sie auf die Redezeit hinweisen. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung geht dieses Thema der frühen Bildung noch beherzter an. Wir haben hier zahlreiche Maßnahmen, die wir konkret angehen. Lassen Sie uns gemeinsam für die Kinder, für die Zukunft unseres Landes hieran arbeiten. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Bärsch der AfD-Fraktion gemeldet. Redezeit 2 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Staatsministerin, ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen, finde es besorgniserregend, dass Sie nicht wissen, dass wir eine Frühsexualisierung an hessischen Kitas haben. Ich empfehle Ihnen, geben Sie einfach mal Frühsexualisierung bei Google ein. Sie werden einen Haufen Einträge finden, auch zu Hessen, was Ihnen dürfte. Ihnen dürfte auch bekannt sein, dass es an hessischen Kitas sogenannte Erkundungsräume gibt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass gerade in Hannover das Jugendamt Pläne zu einem Körpererkundungsraum in Kitas gestoppt hat. Es gibt Artikel in Kita-Fachzeitschriften unter der Überschrift Kindliche Sexualität als Thema in der Frühpädagogik. Also das jetzt hier darzustellen, als wäre das weit hergeholt und wir hätten keine Frühsexualisierung an den hessischen Kitas, das muss ich also zurückweisen. Das ist schlicht falsch. Bitte schauen Sie sich das noch einmal an. Und dann würde ich Sie bitten, da auch tätig zu werden, weil diese Erkundungsräume, das ist eine schädliche Sache für unsere Kinder. Und das wollen wir nicht. Dankeschön. Zunächst nur der Hinweis, bevor wir zur Abstimmung kommen, dass ich mir Hinweise zu meiner Sitzungsleitung, das geht jetzt in Richtung der AfD-Fraktion, verbitte. Das können wir im Ältestenrat miteinander diskutieren. Ja, können wir gerne machen. Ich habe auch Gesprächsbedarf. Also ich habe das jetzt mitgeteilt und wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich rufe zunächst auf den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 21249, und darf fragen, wer diesem Antrag zustimmt. Dann sind die Fraktionen von CDU, SPD, die Freien Demokraten und der fraktionslose Abgeordnete Herr. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von AfD und Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist dieser Antrag angenommen. Ich lasse nun abstimmen über den dringlichen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 21337, und darf fragen, wer diesem Antrag zustimmt. Das ist die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU,
SPD, AfD, der fraktionslose Abgeordnete Herr. Gibt es Enthaltungen? Die Freien Demokraten. Damit ist dieser Antrag, Entschuldigung, und der fraktionslose Abgeordnete Graf. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.